Das Kongresscenter Villach bot einmal mehr den passenden Rahmen für eine bedeutende und beliebte Veranstaltung. Der Paracelsusring, die höchste Auszeichnung der Stadt Villach, wurde mit einem Festakt feierlich verliehen. Bürgermeister Helmut Manzenreiter überreichte den begehrten Ring der Einstein-Professorin Magistra Doktorin Claudia Draxl. Die gebürtige Villacherin ist eine international anerkannte Spitzenforscherin auf dem Gebiet der theoretischen Festkörperphysik. Auf der ganzen Welt bekannt, forscht und lehrt sie derzeit an der renommierten Humboldt-Universität Berlin. Außerdem hat sie einen Lehrstuhl in Leoben. Zahlreiche Gäste waren gekommen, um die Leistungen der Preisträgerin entsprechend zu würdigen. Seit 1952 in etwa dreijährigem Abstand verleiht unsere Stadt den Paracelsusring in Gedenken an diesen großartigen Bürger unserer Stadt. Ich glaube, die Villacher können stolz sein, wenn man sich die große Reihe der Persönlichkeiten ansieht, die aus dieser Stadt hervorgegangen sind. Ich finde es eine ganz tolle Auszeichnung. Einerseits, weil ich als Villacherin wirklich ganz gerührt bin, dass ich die Auszeichnung von der Stadt Villach bekommen habe. Ich finde aber auch, dass es eine Auszeichnung für die Grundlagenwissenschaft ist, oder Anerkennung für die Grundlagenwissenschaft, die ich für sehr wichtig halte. Der Paracelsusring ist die höchste Auszeichnung der Stadt Villach. Die Verleihung erfolgt durchschnittlich alle drei Jahre und führt zurück auf den großen Arzt und Philosophen Paracelsus, der viele Jahre lang in Villach wirkte. Bis heute ist sein Name in Villach bekannt. Kennen Sie Paracelsus? Persönlich nicht. Aber es war ein Arzt, der in Villach gewirkt hat. Paracelsus Hall ist nach ihm benannt worden. 16. Jahrhundert? Ja, Paracelsus-Saal, das sagt man was. Das war ja, glaube ich, ein Arzt im Mittelalter und der hat in Villach, glaube ich, gelebt. Ja, er war ein Vorläufer unserer Ärzte. Also hat versucht, die Leute ohne Krankenkassenschäden über die Runden zu bringen. Ne? Auf den Spuren von Paracelsus. Das Museum der Stadt Villach ehrt den bekannten Arzt mit einer eigenen Ausstellung. Philosophie, Lebenswerk, Reisen und vieles mehr von Paracelsus sind dokumentiert und ausgestellt. Theophrastus Bombastus von Hohenheim, genannt Paracelsus, war einer der bedeutendsten und originellsten Denker der Frühneuzeit. Er wurde in Einsiedl in der Schweiz geboren und kam als Kind mit seinem Vater hierher in unsere Stadt. Er war ein wirklich bedeutender Forscher. Er war streitbar, umstritten und berühmt. Und sein Lebenswerk ist enorm umfangreich und von ganz besonderer Qualität. In Villach selbst gibt es schon seit 1800 eine Paracelsus-Tradition, die eng mit dem Haus Hauptplatz Nummer 18 und dem Paracelsus-Hof dort verbunden ist. Seit Anbeginn wird behauptet, dass Paracelsus und sein Vater dort gewohnt und gewirkt hätten. Von Villach aus ist er in die Welt gezogen, verstorben ist er in Salzburg, wo wir dann auch diesen Grabstein hier im Museum ausgestellt haben.